Ach, Mann. Hab ich dich, hab ich dich angeschossen? Scheiße, Digga. Hier sind Handschuhe, Kim. Taktische Handschuhe. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dumm gelaufen, ne? Nee, aber auch generell, Digga. Ich wollte halt die Axt ziehen, weißt du? Dann hat er die Waffe gezogen, ich wollte gerade zuschlagen. Jetzt sind die Zombies natürlich auch wild geworden, ne? Die müssen wir jetzt erstmal wegcatchen. Und dann hat er doch irgendwie das Mikro in die Menge geworfen. Ja, Junge, das ist Moneyboy. Ja, und da hat auch der eine Typ hat sich auf die Nase gebrochen oder so. Imagine, Digga, du kriegst ein Mikrofon auf die Nase und brichst dir die Nase. Ja, schon mal, wo du schmetterst das einfach in die Menge, Digga, so klar. Also, echt geil, das wäre so ein Moment von mir, Digga, ich würde das auch machen. Wäre ich Rapper, Digga, ich würde einfach Leuten aus Prinzip die Nase brechen. Oh, ein Wolf, Digga. Wolf. Oh. Ich schieß den ab. Oh, Digga, Vorsicht. Das haben wir viele. Digga, baller die ab, Kim, baller die einfach ab. Oh, das ist das laut. Digga, what the fuck, Alter. Junge, what the hell? Hast du die alle umgelegt, Kim? Gucken, passen da die Magazine rein, die ich hab? Jawohl, Diggi. Nö. In den Colt passen 45er ACP. Das wären die, wär die Munition für den gewesen. Da ballert jemand. Das ist in Richtung Südosten. Aha, pass auf, Digga. Ich komme jetzt auch mit meinem Kompass. Kann ich gar nicht, weil ich den Colt noch auf der Hand habe. Willst du den haben, den Colt? Nicht unbedingt. Dann bleibt der auch hier. Das ist nördlich vom... Oh, ich weiß nicht, wie weit der Rest weg ist, aber ich schätze mal... Ja, nördlich vom Airfield. Vielleicht können wir da hin und den abfangen, Junge. Das ist echt geil. Den abfangen? Ja, dann ficken wir den. Töten wir den. Das wäre auch wild. Hier scheint doch ein bisschen weiter weg zu sein. Glaube ich auch. Naja. Vielleicht treffen wir den ja noch, wenn wir zum Airfield gehen. Ja. Vielleicht fahren wir auch mit seiner Karre an ihm vorbei. Nein. Aber hier ist ein Auto. Bitte, Sandcastle. Ich habe nur so eine Tür. Hier ist dasselbe Auto. Warte, kann ich hier die Motorhaube irgendwie aufmachen, Digga? Nee? Streichhölzer, zu wild. Der Reifen? Ja, der hat Reifen, aber ich kann die trotzdem nicht abnehmen. Aber ich kann die Motorhaube irgendwie auch nicht aufmachen. So. Da steht nochmal dasselbe Auto gleich. Gucken wir da noch einmal rein. Von mir aus? Wo bist du da denn ungefähr? Vom Bahnhof auf der Straße. Ich brauch jetzt nur noch einen Angelhaken. Moin Meister! Moin Meister! Digga, das ist so laut, Alter! Das ist so laut!
What the fuck, Alter? War das echt so laut? Ja, Mann. Ey, wenn Gegner kommen, schreien einfach an. Verpiss dich von meinem Rasen, Digga! Hallo, Digga! Hallo, Digga! Hallo! 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 Der kriegst direkt Stich hier, Alter. Ja, das ist doch die Karre, die wir da ausstehen haben. Ja. Och, Digga. Ich weiß nicht, wie kann man da so... Echt frei, ich werde es ja nicht verstehen. Dass wir die nicht einfach hier auseinandernehmen können. Ich verstehe es auch nicht. Da sind da Reifen dran, weißt du? Ja, deswegen. Oh, hier ist eine Zündkerze. Oh, wir haben eine Zündkerze gefunden, Kim. Das ist ein... Das ist ein funktionierendes Auto, Digga. Als wenn. Warte mal. Nein, das funktioniert nicht. Da fehlt ein Motor. Ja, deswegen. Da fehlt eine Batterie einfach nur und ein Ladeluftkühler. Was auch immer das ist. Ja, dieses vorne, dieses Ding. Okay, wir holen einfach nur die Batterie. Ach wie, warte mal, warum fehlt da Motor? Da ist doch ein Motor drin, oder nicht? Ach, der ist im Kofferraum, Digga, auf Sportwagen angelehnt. Also pass auf, wir holen jetzt die Batterie und dann haben wir ein Auto, Digga. Ja. Schön. Oh ja, die, da sehe ich. Okay, komm, lass los, Digga. Also, warte mal. Wir brauchen nur noch so ein Radiator, eine Batterie. Oder nicht? Ja, also genau, so eine Batterie brauchen wir. Daneben der Zündkerze, dieses Symbol, diese Batterie, ja. Die brauchen wir, um zu starten. Und die steht hinten bei dem anderen Auto drin. Ja, sonst haben wir alles, so Radiator oder wie das heißt? Sonst haben wir alles. So Kühler und so? Nee, der Kühler ist bei dem anderen Auto. Ja, brauchen wir den auch? Ja, den brauchen wir auch, sonst läuft er nach einer Zeit warm. Glaube ich. Ja, okay. Komm, wir gehen nach hinten. Chillig, Digga. Okay, wir ruppen das Auto da auseinander. Und dann, ja. Das ist natürlich nice, ne? Und dann müssen wir gleich erstmal gucken, wo wir hinfahren. Einmal volltanken, Digi. Jetzt haben wir auch noch ein Auto, Alter. Jetzt. Ich wollte gerade sagen, lass mal zur Militärbase laufen jetzt, Digga. Nö. Den fahren ist echt weird, Flex, Mann. Ja, das ist echt krank. Die einfache Angel soll scheiß auf die, oder? Angel? Ich habe keinen Platz für eine Angel. Nee, lass liegen. Ey, ich hab jetzt keinen Stress, Digga. Du weißt noch ungefähr, wo das Auto war? Ja, wir müssen... Oh, okay, der hat mich doch. Der hat dich. Ding Dong, Ananas Express, du fängst was. Wir müssen eigentlich nur hier dem Weg hier folgen. Ach komm, Digga, ich mach dich auch noch weg. Ja. Ich wollte gerade sagen, der hat ein Nachtsichtgerät auf. Hatte der aber nicht, krank. Wir müssen eigentlich nur der Straße folgen und wieder zur Tankstelle zurück. Ja, okay. Okay. Vielleicht, wenn du irgendwo auf dem Weg noch mit irgendwie dasselbe Auto siehst, dann können wir uns da noch eine Tür wegsnacken. Ja, stimmt schon, aber wir können ja auch. Ja, die Tür zu schleppen, das ist richtig Krampf, Alter. Läufst du bei 1 km/h und dann die ganze Strecke. Junge, ich freue mich gerade so. Ja, wir müssen halt auch ein bisschen. Vielleicht nehme ich ein bisschen Treibstoff in der Plastikflasche mit. Ja. Ich habe 2 Plastikflaschen. Von daher. Jetzt müssen wir nur. Ich weiß nicht, rechts oder links? Rechts, glaube ich, oder? Ja. Wir sind von da unten gekommen. Oder geradeaus, Digga, ich weiß. Vorsicht, Zombie. Ja moin. Ja. Die Penner, Digga. Fuck, dude. Einen habe ich. Lass einfach auf die Map gucken. Ja. Wir müssen wieder da zu diesem Top Tneki oder so. Da bei diesem. Ja, dann links, oder nicht? Das war doch bei diesem Einkaufsladen direkt.
Ja, dann links. Ja, dann links wahrscheinlich. Kommen. Hast recht. Warte mal, wir sind von da gekommen, oder? Genau. Oder von da hinten. Sind wir von da hinten gekommen? Aber was ist denn hier überhaupt in der... Oh, Junge, verpiss dich doch, du Hurensohn. Alter. Ja, wenn das in Tamo... Ja, ja, hier ist, der Jahrmarkt von da, wo wir herkamen. Links. Ja. Ja, dann kommen wir, also wer von da gekommen, müssen wir auch da wählen jetzt. Ja. Junge, ich hab grad so Bock, Alter. Da hat jemand geschossen. Ich hab's gleich wieder nicht gehört. Wo ich mein Headset schon relativ laut hab. Ich hab's auf Vollgas, ne? Ja, okay. Hörsturz mit 30, Alter. Aber es war ein Schrotflintenschuss, hat man gehört. Alter, wir fahren gleich im Auto vorbei, Drive-by-Shooting. Oh, jetzt hab ich's auch gehört. Ja, jetzt hab ich's diesmal auch gehört. Aber es ist weit weg. Sehr weit weg, ja. Meine Schrotflinte ist auch saulaut. Schon wieder. Ja. Ich weiß nicht, was da los ist. Hier ist die Tanke. Jo, und dann müssen wir hier... die Tanke fahren. Oh, da sind hammer viele Zombies. What the fuck? Als wüssten die das dann auch so. What the fuck? Ey, okay. Wir müssen... Warte mal, wir können das auch so machen sonst. Willst du reingehen, die Batterie holen oder soll ich es machen? Ich kann das, Matt, ich kann das tun. Ich sneak da richtig rein, pass auf. Der ein Zombie hat mich irgendwie gesehen. Ja, der kann die anderen loggen, der muss vorsichtig sein. Er ist tot. Okay, ich bin da. Also. Wieso kann ich jetzt hier nicht zugreifen, Alter? Meine Fresse, Digga, wie kann ich denn das Auto ran? Muss ich hier vorne ran, oder was? Ich weiß es, ey, ich bin jetzt zu doof für alles hier. Soll ich sonst kurz kommen? Ja. Hä? Ich kann hier nicht mit diesem Interaktionsmenü von dem Dreckswagen. Lass mich einsteigen. Huch. Warte, ich mach die Tür auf. Ja. Ey, wie es wackelt. Wie haben wir das noch gemacht? Dann machen wir den Kofferraum auf. Hä? Ich weiß es auch nicht. Lol. Please no, Alter. Mach nicht den. Was denn? Ja, ich will, dass es funktioniert hier. Will ich nicht. Hey, ich relax uns mal kurz, vielleicht geht's dann. Kerze war da, dann los. Okay, wir haben alles. Autoteile. Let's go. Oh ne, Alter, scheiße. Renn einfach. Die hängen wir sonst gleich beim Jahrmarkt oder so ab, in der kleinen Hütte. Dann locken wir die rein. Yeah.
Wollt auf mich? Okay. Perfekt, Digga. Jetzt lass rechts straight direkt zu den Blocks laufen. Das war ja, da rechts ist ja direkt auf der Bahnhof dann. Ja. Da ballert schon wieder jemand. Ja. Das ist gar nicht geil. Ja, ich habe auch gehört, dass man da irgendwie Wasser reinfüllen muss in den Radiator. Kann natürlich sein. Das kann man dann auch mit einer Plastikflasche machen. Boah, dumpfe Schüsse mit Hintergrund. Ja, das verunsichert einen irgendwie ein bisschen und erinnert dich, ne? Kriegsgebiet hier. Ja, Mann. Jetzt so auto-despawned. Das wäre so traurig. Nee, da ist es noch. Aber ich wollte gerade sagen, hey, steht keins da hinten. Da ist der Cadillac oder was es auch ist. Ja, der geil. So ein Golfverschnitt. Ja, wir müssen ja hinten. Ja, die Batterie kann ja auch vorne rein. Oder... Da bringe ich den Kühler an. So, jetzt musst du nur noch die Batterie, weil ich starte das Ding mal. Oder? Warte. Und er läuft, Digga. Oh Leute, er qualmt, Digga, soll das so? Ich weiß nicht, wie fahre ich überhaupt? Du musst mit E den ersten Gang einlegen und dann mit W fahren und mit E und Q schalten, glaube ich. Mit was? Was? Mit E legst du den ersten Gang ein oder so. Ja, und dann? Und dann kannst du fahren und du musst halt auch schalten und so. Mit E? Ja, mit E schaltest du hoch, mit Q runter, glaube ich. Es ist zu oha, wild. Digga, es ist echt... Oh, Digga! Rückwärtsgang, Junge, Alter, wirklich. Direkt der ganze Schild. Einfach, Digga. Oh, ich bin da rauf. Driving with fun. Wieso qualmt der Scheiß? Wir müssen tanken. Warte mal. Ich glaube, lass mal kurz nochmal anhalten. Ich glaube, wir müssen was auf diesen Ladekühler geben. Kann das sein? Ist alles da einfach nur demoliert? Ich weiß es nicht. Warte mal. Mal kurz Wasser in die Hand. Ja. Jetzt nimm den Kühler mal in die Hand und kombinier den mit dem Wasser oder so. Ja, das kann oder natürlich sein. Oder? Oder kannst du den hier reinkippen, das Wasser? Warum muss ich nach vorne für den Kühler? Ich weiß gar nicht, wo ich den... Ah, hier. Ich nehme den mal nochmal in die Hand. Ne, kann ich nicht kombinieren. Aber warte mal. Ich habe so ein Reparaturzeug für Autos. Weil der ist halt demoliert. Ich glaube, das ist das Ding, was raucht. Ja, das kann natürlich gut sein. Leg den mal hin, den Kühler. Also ich habe... Warte. Wolfsteak. Ja. Das ist vergammelt. Ja, okay, kann ich. Ich kann damit nicht das reparieren. Damit kann ich anscheinend nur Karosserie reparieren. Okay. Ja, dann müssen, ja, wir jetzt damit, müssen wir jetzt damit leben, dass das Ding schmögt halt. Willst du mal eine Runde fahren probieren? Ja, okay. Ja, das ist hammer schwierig. So, halt dich fest. Digga, das sieht aus. Wir müssen eigentlich noch schon mal zu Tanke tanken. What the fuck? Digga, huch! Alles gut! Wollen wir zurück zur Tanke fahren oder gibt's hier ja, eine Tanke? Ja, ja, nee, du musst zurück zur Tanke. Vierter Gang, wer geht nicht, Junge? War nicht so schnell, Kio, setz das da ja die Wand, Digga, bitte. Motorbremse! Ja, das ist so nice, Mann. Wie geil, Alter. Das ist auch sau laut. Ja, ist echt laut. Schön niedriger Drehzahlbereich.
Aber warum qualmt das Ding denn so, Alter? Ja, der Kühler läuft ein bisschen aus. Oh, Motorkontrollleuchte! Oha, Digga. Natürlich nicht gut. Das ist kein gutes Zeichen, Kim. Ja, wir fahren das mal ganz langsam. An die Tanke fahren. Oh, Digga. Ja, warte. Ich tank mal voll das Ding. Kann man jetzt irgendwie hier... Ich will Motor ausmachen. Achso. Muss einfach aussteigen. Okay. Boah, der ist zu wild. Ja, das ist krank, Mann. Müssen wir hier, kann man jetzt irgendwie ganz normal tanken oder müssen wir es jetzt wirklich in eine Flasche füllen? Natürlich jetzt die Frage, ne? Und du musst, ich muss ihn nochmal ganz kurz drehen, weil der Tank, wenn das gehen würde, wird das auf der anderen Seite funktionieren. Ja, du musst das, glaube ich, in Flaschen abfüllen und dann da reinfüllen. Also so tanken mit, geht, glaube ich, nicht, aber kannst du mal probieren. Gott, okay. Pass auf, Digga! Oha. Oh, Alter. Ey, wie nice das aussieht, wirklich. So witzig geil. Ja, aber so kommen wir damit auch nirgendwo hin. Also for real, weißt du? Oh. Was machst du denn? Willst du da genau ranfahren? Ja. Hoch, okay. Ja, ja, jetzt geht das jetzt irgendwie? Da, warte mal, was stand da irgendwie gerade in Tank? Nee. Ich glaube, es liegt halt echt nur an dem Kühler, dass er so ein bisschen braucht, ja. Also ich habe diesen Hartstift, damit kann ich den einen Kotflügel hier reparieren, das mache ich mal. Also damit kann man Karosserie fixen. So, hier den Kotflügel mal fresh machen. Ja, soll ich den einmal tanken oder was? Ja, kannst du machen. Warte mal kurz. Ich bin ganz kurz mal hier um die Ecke. Ich habe nämlich hier was Gutes gefunden für uns. Alright. So, jetzt konzentrieren, nicht trinken die Scheiße, dann bin ich ja direkt tot. Okay, wie fülle ich jetzt den A hier auf? Betanken. Nicht trinken? Oh gut. So. Gucken, sehe ich, wie viel Tank der hat. Okay, da muss aber ordentlich was rein. Als wenn ich jetzt hier über diesen Abstand muss. Ich tank weiter. Ich habe noch zwei Türen für uns. Oh, ich habe gerade so kurz gedacht, da ist ein Spieler, der hat sich gerade, der ist gerade so komisch gelaufen, Alter, das ist der Zombie. Tank, Mann. Kanister würde das echt schneller gehen, aber wir haben halt keinen. Provisorisch muss dann die Flasche herhalten. Ey, als wenn ich jetzt hier nicht rauflaufen kann. Oh, das gibt's nicht, Digga. Da kommt der Tier. Zack, Digga, da ist eine Tür. Ist der voll, ne. Schön. Und nice. Gleich noch eine Tür. Hast du noch einen Kofferraum? Guck ich gleich mal. Eine Motorhaube habe ich hier, aber kein Kofferraum leider. Ah, okay. Die Tür ist auch im Arsch, also, warte mal, vielleicht, ne, die sind beide im Arsch. Was heißt im Arsch? Ja, die gehen halt nur auf. Ach so. Okay, ah, ich habe aber ein Reifenreparaturset gefunden. Das ist wichtig, wirklich, nimm das mit. Jo. Ich würde sogar einen anderen Kühler finden. Oder irgendwie Möglichkeit, den zu reparieren. Kannst du ja mal googeln. Oder ja, ich kann das auch machen. Ich kann ja mal gucken, vielleicht gibt es ja bei den Reifen gerade was. Guck mal, hier wäre auch nur noch eine Wasserflasche gewesen zum Auffüllen. Jetzt darf ich nur daran denken, dass ich nicht mehr aus der trinke wahrscheinlich. Ist glaube ich nicht so gut. Ich könnte die vorher reinigen, aber... Wie schluckt der Specht denn, Mensch?
Flasche in Liter. Wie viel hat so ein Auto? 60 Liter? Ah. Junge, also erstes Kfz. Ja, schon wild. Mit dem Reifenset machen. Da kannst du zum Reifen gehen und dann, wenn er kaputt ist, und dann steht da, jo, reparieren. Aber die sind alle makellos, also guten Michelin-Reifen, 2,5 Bar drauf. Ja, okay, die sind echt makellos. Fang gemacht. Ja. Aber der Kühler, das wird uns zum Problem werden. Weil ich habe das nämlich schon gesehen in warte mal, ich habe Klebeband gefunden. Vielleicht kann ich den damit ein bisschen reparieren. Ja, vielleicht muss, also. Was habe ich hier gefunden? Ein Radmutterschlüssel. Ja, wichtig, ja, vielleicht kann man damit irgendwas anstellen. Wo Radmutter. Ja, weiß ich nicht. Klar, ich glaube, mit dem Radmutterschlüssel kannst du, wenn du Reifen brauchst, die abmontieren. Das ist natürlich wild. Warte mal, ich guck mal. Yes. Nee. Ist für mich. Mal gucken, wie viel Sprit die Möhre hat hier. Oh, wir sind dreiviertel voll. Ja, das ist okay. Ich muss noch mal kurz an den Ladeluftkühler. Wo ist der? Wo ist der, Digga? Weiß ich nicht. Oder ist der im Arsch? Eigentlich nicht. Das wäre jetzt ein bisschen bitter. Wir haben sonst getankt hier. Ne, hier vorne. Hier vorne ist der. Versuch das mal mit dem Tape. Ne, geht nicht. Mit dem Schlüssel brauche ich das auch gar nicht fürs Probieren. Ah, brauche ich mein Handy. Na gut, wir machen den mal ready und dann geht's weiter. Nimm doch die Autotür, Digga. Dann kann ich die nicht nehmen. Die Autotür nicht in die Hand nehmen. Hast du noch Wasser? Ja. Soll ich was reinfüllen? Warte mal. Der fasst halt bis zu 2,8 Liter. Ja, warte. Banken. Okay, wir sollten den, denke ich, erstmal nicht mehr rausnehmen. Sonst steht da, dass das Wasser dann resettet, also leer wird. Okay. Wo, sehe ich jetzt, wie voll der ist? Das sieht man, das ist, weiß ich auch nicht. Ich mach noch eine Flasche rein, Digga. Da steht halt, dass der 2,8 Liter fasst. Jetzt gehen wir auf eine andere Seite. How can I repair a car radiator? Reddit. Ich kann ja mal, warte mal, ich schmeiß den Wagen mal an. Ich guck mal, ob der jetzt noch räuchert. Ja, aber nicht noch mehr so viel, oder? Ja, ein bisschen weniger auf jeden Fall. Ja. Aber Motorkontrolle ist halt an, ne? Aber jetzt sind wir gewohnt vom Polo, Digga. Okay, wir sollten auf jeden Fall nicht mehr rausnehmen, schreiben die alle. Okay. Aber wie man den reparieren kann, weiß keiner. Ja, ich weiß nicht, sollen wir sonst mal zu einem Brunnen laufen,
Obwohl, das ist weit weg. Mal zu einem Brunnen fahren. Ja, wir können wieder in die Stadt. Soll ich fahren und du sagst, wo ich lang muss? Ja. Ja. Steig ein, Kamerade. Ja, aber das ist ein bisschen tricky hier. Jetzt muss ich hinten sitzen. Ja, okay, warte, ich sitze hinten. Die Präsidenten sitzen hinten. Aber denk dran, dass du glaubst, du musst deinen Kompass in die Hand nehmen. Ja, ich weiß, wo wir lang müssen. Okay. Starte ich mal hin. Ah, also wo muss ich jetzt hier, wo muss ich hier lang? Quasi links, wieder zu der Stadt, wo wir herkamen. Okay. Miau. Okay, wir rollen. Aber ist tot, Digga. Ja. Der hat... Schaden. Oh ja. Ein Kühler. Kühler am Arsch? Ja, das kann sein. Warte. Ich hab Angst, dass das Ding explodiert, ne? Ich weiß nicht, ob so... Oh, da kommt ein Zombie, Kim. Leute, schlag den doch. Leute, Digga, schlag den doch. Kommt nämlich noch einer. Da kommt noch einer die Straße lang geautist musst. Gehoppelt. Wir bräuchten eigentlich jetzt. Ja, weiß nicht, Motorschaden haben wir jetzt alles machen, ne? Ich hab mich gerade so gefreut, Digga. Pass auf! Wir nehmen die Batterie mit und die Zündkerze. Suchen wir ein neues oder was? Suchen einen neuen Kühler. Ja. Das wird uns doch bestimmt irgendwo... Aber ich meine, das liegt glaube ich nicht am Kühler, bin ich ehrlich. Weil der ist halt am Motor rot. Und der Kühler ist noch orange. Ja, das kann natürlich sein, ne? Aber wo ist die Batterie? Da. Ist da links. Kann die nicht aufnehmen. Ein Kühler, Alter, der braucht so viel Platz. Hilft die Batterie? Ja, lass das hier stehen, das Auto. Dann ja, lass mal auf der Map gucken, wo ein Autospawnpunkt ist. Ja, ich scheiß mal auf das Zahlenschloss hier, ne? Ich würde das Car Repair Set auch noch gerne mitnehmen. Oh ja, nimm das. Also das Reifen-Reparatur-Set? Ja, genau. Kurz ein bisschen Platz schaffen. Ich finde zwei... Ah, Digga, es ist eine Qual hier. So, ich kann es jetzt sofort mitnehmen. Wäre es ja, okay. Erheblich erleichtert. Weiß nicht, ob ich den Radmotorschlüssel auch noch mitnehme. Ich kann ihn in die Hand nehmen. Okay, perfekt, nimm den noch mit. Ja, dann suchen wir ein neues, ne? Ja. Vor das Krankenhaus? Ja. Was? Oh, der hier, wimmelt das von Zombies, Alter. Ja, zwei Zombies haben mich irgendwie gesehen. Du blutest, Cam. Oh ja, tatsächlich. Scheiße, Digga. Warte, ich sperre die hier ein, sonst die Zombies, wenn die mir daher laufen, jo. Ja, die rennen 5, 6 hinterher. Pass auf, Alter. Einfach ein Blut verloren, scheiße, Alter. Oh, ich backe fest, ich backe fest, ich backe fest. Ich backe fest, ich backe fest. Ich komme, ich komme, ich komme. Immer noch? Ja, ich packe hier immer noch fest. Ich packe hier immer noch fest. Ich packe hier immer noch fest. Ich muss schießen. Ich packe hier fest, Digga. Ich packe hier fest. Oh, ich bin... Scheiße, Digga. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Junge.
Kannst du mir hochhelfen? Ja, warte. Ich hab dich, glaube ich, erstmal verbunden. Ich bin ja auch fast tot. Ich muss die Scheiße hier schließen, Digga. Ah, ich steig erstmal wieder. Weil ich blute noch. Ja? Ja. Mach erstmal zu, den Rest schaffen wir gleich zusammen. Oder dass sie erstmal wieder zu mir kommen. Oh. Blutest du immer noch? Nee, jetzt komme ich, jetzt geht's langsam wieder. Okay, hab dich, ich bin auch fast verblutet, Digga. Oh. What the fuck, Mann. Lass uns mal kurz nach oben gehen. Das war wild, Digga. Alter. Sorry. Junge, was geht ab, Mann? Okay. Zu wild. Meine Gesundheitsanzeige, die blinkt auch so rot, deine auch? Nee. Meine ist doch voll, aber ich habe gar kein Blut mehr. Aber wenig Blut noch. Was heißt denn das, wenn meine Gesundheitsanzeige... Dass du eins vor tot bist, wenn die blinkt. Aber du regenerierst Leben, ne? Ja. Also die geht nach oben, ja, dann ist ja, gut. Genau. Dann ist gut. Wenn du sonst nichts hast, dann musst du einfach nur warten, dann regeneriert sich das. Ich kann mir aber keine Kochsetzlösung gönnen, hatte ich gedacht, aber nicht. Aber du hast eine, oder? Ja. Lass dir die mal geben? Ja. Vielleicht kannst du die benutzen. Die musst du mit so einem HIV-Set kommen. HIV-Set? Ja, die scheiße heißt. Hab ich leider nicht. Das ist natürlich jetzt dumm, ne? Warte, hab ich noch eins? Nee. Warte, komm mal her. Oh, ich regeneriere wieder. Boah, was hast du da für Tabletten? Saftig, knaftig, Multivitamin, gönn dir, Digga. Feini. Mal 3 Stück, Alter. Ja. Jetzt kurz runter. Und baller ein paar Zombies weg, wenn da noch welche sind. Aber mache sicher, Digga, weil... Ich kein Bock, dich wieder zusammenzuflicken. Ah, das ist gut. Ich mach nicht die Tür auf, ich baller einfach durch die Tür. Ja, okay. Aber hier sind auch keine mehr, deswegen muss ich jetzt auch nicht unnötig. Das war ballern. Ich mein Bildschirm ist halt komplett grau, ne? Ja, meine auch. Also ich gehe jetzt kurz nach oben und dann gehe ich kurz pissen, Digga. Ein bisschen recovern erstmal, ne? Ja, ich komm gleich. Jo. Ich habe noch ein Leder-Näh-Set, also. Ja, das habe ich auch noch. Ja, okay. Oh, der jetzt ein Feuerchen, ne? Ja, das wäre das S. Oder habe ich das doch nicht mehr? Nee, das habe ich doch nicht mehr. Kannst du mir das doch noch geben? Bist du draußen? Ich war draußen, ja. Es regnet auch draußen. Hm, weiß schon. Ich muss mal nur eins rein, nicht dass wir hier wieder abbrennen, Alter. Ja, warte, ich zünd das gleich an. Auch nur irgendwas, irgendwie Laken oder so. Ja, habe ich. Ich habe keine mehr. So. Hä? Brennt der? Ja, der brennt eigentlich. Oh ja. Das sieht man halt so schlecht, nur weil sie hat keine Farbe, Alter. Das ist einfach wild. Hier ist auch noch ein kurzer Stock, den kannst du auch noch mit reintun. Ja, ich habe da ein bisschen, hingelegt, weil ich wusste nicht, wie lange wir das anhaben wollen. Ach. Aber ja. Jetzt ein Spieler kommt. Ach ja, kannst du noch, hast du noch mal das Waffenreparaturset für mich? Oder das ja. Waffenpflegeset? Ja, ja. Ach, hier ist übrigens dein Lederset. Danke dir. Danke selbst. Dein Apfel ist fertig. Oh, jetzt ist das auch weg, Digga, tut mir leid. Ja, alles gut. Habe ich aber auch eine gute Tessagie. Mit Schalldämpfer? Ja. Zu wild, Bre. Ja, schon ganz cool. Das sieht schon nice aus, ey, muss man mal sagen. Goldene wäre natürlich wild, ne? Aber da passen auch leider nur 9 Schuss rein ins Magazin.
Da muss man doch ein Extended Mag finden, vielleicht. Weil ich auf sowas geht. Oh, ich wollte eigentlich noch heute mit zum Airfield, Digga, aber der hat gerade... Ja, die Ereignisse überschlagen sich gerade, ne? Ja. Ich kann mir einen Adrenalinspritze gönnen. Ich hab eine. Ich weiß nicht, ob das was bringt, kann man ja sonst gleich mal googeln. Ich glaube, kannst du länger sprinten und so. Aber... wäre jetzt so eine Vermutung. Ah, oh, Junge, sieht richtig killer aus, ey. Ich glaube, ich habe irgendwo meinen Schraubenschlüssel wieder fallen lassen, Alter. Diesen Schraubstock. Ah, scheiße. Keine Ahnung wo. Ja, ich weiß nicht, sonst erstmal... Was weiß ich, Digga, lass das Autothema erstmal sonst so ein bisschen zurück, weil ich glaube, wir finden jetzt gerade sowieso gerade nicht so Auto. Ja, wenn wir noch meins finden, ich kann die Teile ja behalten. Ja, meine Platzforschung meist dann einfach weg. Weil ich wäre nämlich dafür, dass wir gleich nochmal kurz zum Airfield gehen. Und dann vielleicht nochmal eine andere Stadt da noch im Auto. Also quasi Airfield mitnehmen. Und dann in eine andere Stadt gehen nochmal. Jo, können wir machen. Da können wir vielleicht nochmal ein bisschen looten. War das die Waffe? Es gibt doch so LKW-Spots hier noch. Einem Südosten, da können wir theoretisch nochmal hin. Ja. Wollen wir noch ganz kurz ein kleines Feuerchen machen? Ja, wir können auch Feuerchen machen, indem ich eine Granate auf unser altes Auto werfe. Egal, wir können es auch irgendwo ein Feuerchen machen. Ja, lass kurz hier rein, irgendwo Feuer. Ah ne, hier nicht, Digga. Feuer machen, weil wir sind jetzt nass, weißt du? Und dann einmal ganz kurz trocken machen, weil wir brauchen Holz. Ja. Zündel habe ich alles. Sucht man einen Ofen. Okay, hier ist kein Ofen. Digga! Oh. Komplett der Baum einfach umgefallen. Hier vielleicht, ja hier ist ein Ofen drin. Easy. Okay, Holz drinne. Hast du was Brennbares? Ist drin. Nur kurz ein bisschen. Oh, herrlich. Nur kurz ein bisschen trocknen. Ich bin jetzt gerade ganz zufrieden, weil ich habe jetzt diese M-Lock gefunden und dafür habe ich jetzt halt zwei Magazine, weißt du? Und jetzt bin ich halt auch nicht mehr auf der Suche nach Pistolenmunition. Jetzt bräuchte ich nur noch wieder ein Waffenreinigungsset. Ja. Lass hier mal ein paar Sachen. Guck mal, hier ist diese Map. Kennst du die eigentlich? Aber guck mal, die nützt einem irgendwie so gar nichts. Guck mal hier. Wie interagiere ich mit der? Du musst, glaube ich, Linksklick drücken. Ah ja, ansehen. Ja, also ist natürlich, die Website ist natürlich besser, ne? Ja, willst du machen, ne? Ja, ist halt so ein grober Stadtplan, ne? Wenn ich schon, wenn man, sag ich mal, ohne Website spielt, ist das schon sehr nützlich. Ja. So, Landkarte. Die Kirche eingezeichnet, Restaurant ist eingezeichnet. Oh, chillig. Wo ist jetzt mein Visier? Da. Jetzt auch die Kleidung. Aber noch nicht. Durchnässt, ey. Schlimm. Ne, meins ist noch feucht, jetzt gerade nass. Warum ist die Schotten, Digga? Was zu essen hat er? Dosensardine. Dosensabine. Man kennt sie. Die Dosensabine. Was haben wir hier denn? Eine Kombizange. Kombination. Hallo. I'm Ruski. Ich kann irgendwas mit dir machen, mit dem Messer. Ich kann dich rasieren, ja.
Willst du mich rasieren, Diggi? Ich weiß, was, wozu, Ich mal gucken, wie mein Bart überhaupt aussieht. So, habe ich schon so einen langen Bart? Ja, oh ja, schon. Guck mal. Oh ja. Alter. Wild. Nee, Digga, ich lass mir Tage mal. Ich lass mir einen unendlichen Bart wachsen, Digga. Der 100 Meter lang ist. Wir haben beide einen gleich langen Bart. Mein. Ja, ich habe einfach mehr Testosteron als du. Ja, du lebst doch nicht so lange, Digga. Du bist früh in die Pubertät gekommen, ne? Also Bartwuchs, Bartwuchs mit 12. Genau. Hier ist ein Brunnen, ich bin hier beim Brunnen. Aha, Digga, 9x19. Brauche ich das? Nee, Digi. Nimm's trotzdem mit. Nee. Ja. Brauche ich das? Nö. Hier ist ein Spieler gestorben. Hä? Komm hierher, komm hierher, komm hierher zum Brunnen. Hier ist ein Spieler tot und hier ist hammer viel Equipment. Oha, Digga. Oha, oha, oha. Ja, gönn dir, Digga. Ich beschütze dich. Ja, warte. Ich will erstmal das Scope. Ich clear das Haus hier mal. Ist hier einer campt oder so? Ist natürlich wild, Mann. Warte, du kannst gleich auch nochmal zuschlagen. Ja. Aber der hat... Aber was sagt meine M-Log? Sieht halt gar nichts, ne? Ist nee. Dunkel, Mann. So relativ dunkel. Aber der ist schon länger tot, da sind schon die Fliegen bei. Ja. Ja, der wurde wohl kalt erwischt beim Trinken, Mann. Ja, der hat eine KS. Digga, warte, ich muss mir kurz erstmal die Handschuhe hier gönnen. Wo sind die Handschuhe jetzt? Habe ich die jetzt hier im Inventar? Da, ja. Meine sind nämlich im Arsch. Der hat ja auch nur Waffen dabei, der ist wahrscheinlich verhungert, Alter. Safe. Aber was sagt die Kleidung? Ist die demoliert oder so? Oder ruiniert? Nee, warte, ich muss ganz kurz noch was machen. Hä, dann ist er ja... What the fuck? Der ist in der... Ist der Der ist verhungert oder was? Weil einen Schuss hat er nicht. Dann... Oder hat einen kleinen Headshot? Ne, hat er auch nicht. Der ist ja alles intakt bei ihm. Nichts ruiniert. Der wird nicht gelöchert. Hier ist auch noch ein Magazin für dich gleich, Kim, für deine Pistole. Wir können erstmal eine MP oder so. Ich hab die MP schon. Was, du willst deine gönnen? Nein, du. Gönn dir erstmal die Waffen oder so. Ich hab mir erstmal das Scharfschützengewehr gegönnt von ihm. Der muss verhungert sein. Die KS nämlich nicht, Digga. Der ist an der Seuche gestorben. Das kann natürlich sein, ne? Dass er irgendwie rohes Fleisch gegessen hat, weil er hat auch kein Essen dabei. Nur Munition, wirklich. Den Rucksack, den würde ich auch irgendwie noch fühlen. Ich würde die Schuhe fühlen. Die Schuhe? Ja, die kannst du gerne fühlen, Digga. Weil ich glaube nämlich, der Rucksack ist noch besser getarnt wie meiner. Weil der halt so Camouflage ist. Soll ich den nehmen? Was sagst du? Mir egal, nehme ich deinen. Ja, ich ne... Ja, nee, kannst du gerne nehmen. Was hat er denn für einen Rucksack hier? Oh, Digga, krank, Mann, dass ich den gefunden habe. USG-Magazin hat. Und hier ist das Magazin für deine Pistole, ne, Kim? Oh, der ist so viele Items, die kommen mir gar nicht. Ja. Jetzt hab ich den. Heftig. Kannst du den Zombie mal machen? Ja. Ich hab ein so krasses Scharfschützengewehr, Digga. Wo ist denn jetzt mein Rucksack, Lan? Ist da für ein Scope drauf? Ein Achtfach-Zoom habe ich, Digga. Das ist Retro cool. 108er Win. Warte mal, hat er davon was dabei gehabt? Safe. Aber deine Karte brauchst du ja nicht, ne? Nee, warte mal. Zurückgegeben. Ja, der hat davon noch welche. Chillig, Alter. Ja, das reicht. Das war echt wild jetzt gerade kurz mal. Hier, du hast das Pistolenmagazin noch vergessen, Kim.
Pistolenmagazin? Deine Pistole. So. Ja, sehe ich. Danke. Okay, ich muss mal ganz kurz hier rein, ja? Können wir uns ganz kurz hier oben mal irgendwie verschanzen? Ja klar. Erstmal ordnet den Aal, ne? Ja, weil ich habe jetzt nämlich hammer viele Magazine zu voll machen. Ah, das kriegst du, wenn du so Jutebeutel zerschneidest oder so. Auf jeden. Oder was sind das für Dinge? Ja, so Jutebeutel. Okay. So, dass man den man eigentlich so über den Kopf zieht, so von Gefangenen, weißt du? Ja, warte mal. Ich will ja mal ganz kurz hoch. Ja. Hier liegt nur was zum Anziehen. Eine Jägerhose. Demoliert. Was sagtest du, in Richtung Osten laufen wir, ne? Nordosten, ja. Hä? Ich bin tot. Was ist passiert? Ich bin auch tot. Was ist passiert? Wurden wir erschossen? Scheint so, ja. Digga, ich bin so sauer gerade. Ja, passiert, ne? Was machen wir jetzt? Er holt sich jetzt unsere Sachen, Digga. Kannst du vergessen. Ja, ja, klar. Ach, ich geh auf, Digga. Ja, it is what it is, ne? Ja, schon komisch. Also ich war ja auch... Ich hab so ein bisschen im Baum festgestackt so, und auf einmal war ich tot. Ja. Wie bist du gestorben? Einfach umgefallen, ne? Ja. Also es kam mir auch keinen Schuss an. Ich spawn nochmal kurz auf den Server. Vielleicht war es auch ein Bug oder so. Aber komisch. Jetzt habe ich auch gerade absolut keinen Bock mehr, Digga. Ich weiß ungefähr, wo wir gestorben sind. Ja, aber das bringt ja jetzt nichts. Naja, ich bin auch wieder komplett an der Küste und ich laufe da jetzt nicht wieder hin, Alter. Ganzen Abend gezockt, Digga, für umsonst. Ja, moin. Ja, wir hatten ja alles so. Das war nur eine Frage der Zeit. Ja, es war nicht mal ein richtiger Fight. Von ich habe ich nichts mehr gehört. Ich wollte mich noch hinlegen, Digga. Ah. Junge, was machst du jetzt?